Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, ein Video zu machen, aber ich will es jetzt machen. Ich brenne gerade so, ich will das unbedingt tun. Ich bin nämlich dabei, hier gerade mal ein bisschen mein Büro aufzuräumen. Ich habe morgen wieder einen Drehtag für einen Kunden. Und ja, trotzdem, ich habe heute Post bekommen von dem Herrn Karl S., ja, wo ich gar nicht wusste genau, dass er uns überhaupt kennt. Aber er scheint unseren Kanal ja schon längere Zeit zu verfolgen. Er hat mir nämlich eine Widmung hier reingeschrieben in sein neues Buch, ja. Erschienen ist das hier im Edel Verlag. Edel ist eigentlich eine Plattenfirma und da passt er gut dazu. Ja, die kennen sich sehr gut aus so in der Promotion von Musikkünstlern und die haben jetzt auch schon für längerer Zeit auch mal Hörbücher rausgegeben, jetzt anscheinend auch Bücher, wollen da so ein bisschen mitmischen. Passt sehr gut. So, ich habe mir dieses Buch mal kurz angeguckt und kann euch gleich mal meine Meinung dazu sagen. Ich kenne ihn persönlich jetzt noch nicht, ja, fand das, was er früher gemacht hatte, super, dann zwischendurch hat er aber so eine Phase gehabt, da fand ich es nicht so gut. Jetzt seit einiger Zeit hat er einige Videos wieder draußen, die toll sind, er hat eine ganz, ganz entzückende Freundin, die jetzt auch Videos macht, die Kerstin und ja, ich bin da sehr kritisch mit sowas, mit diesen Büchern. Generell finde ich ja vegane Bücher erstmal immer gut, ja. Muss aber sagen, dass das hier vielleicht für eine gewisse Zielgruppe das beste Buch ist für den Umstieg auf vegan, weil da sind alle Sachen drin, die man so wissen muss. Die Widmung überblätter ich mal, da steht was Persönliches drin. Ich gehe mal hier drauf ein und blätter dann nochmal kurz durch, weil das soll nur so ein ganz kurzes Video werden. Hier ist was über seine Story drin, okay, was ist eigentlich vegan? Da wird überhaupt erstmal erklärt, was vegan ist, das finde ich total gut. Warum man vegan werden sollte, ja, ganz viele ethische und gesundheitliche Gründe. Da wird nochmal drauf eingegangen, ob wir von Natur aus Veganer sind oder hauptsächlich Pflanzenesser, Fresser, ja. Endlich besser essen, da wird auch erklärt, was man machen sollte. Das ist alles nicht vegan, da kommen dann noch die ganzen Sachen, die in Lebensmitteln und Kosmetika drin sind. Das kann ich euch vielleicht gleich nochmal zeigen. Und dann das geniale Vegan in 3 Wochen. Und das finde ich ja mal einen geilen Ansatz von ihm. Er hat da 3-Schritte-Programm. Erste Woche, wenn ich es richtig verstanden habe beim Durchblättern, ist, man soll Milchprodukte weglassen. Und das ist eine geile Sache, damit anzufangen, weil das ist das Schwierigste. Wenn man dann noch Fleisch essen kann und Eier und solche anderen Geschichten dann und Honig und solche Sachen, dann fällt es einem sicherlich einfacher, in der ersten Woche auf Milch zu verzichten, in der zweiten dann auf Fleisch und Geflügel und solche Geschichten. Und in der dritten Woche dann auf Eier und alle anderen tierischen Produkte. Dann hat er Rezepte drin. Also die erste Hälfte ist quasi Information und die zweite Hälfte sind dann hauptsächlich Rezepte. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, er hat überhaupt keine Produkte von sich hier drin promotet. Also wirklich ein reines, geiles Buch. Ich blätter hier mal durch, weil, ja, hoffentlich kriege ich das hier irgendwie hin. Gut, hier sind ein paar schöne Halbnacktbilder von Männern. Das interessiert mich jetzt nicht so. Ja, das ist jetzt schwierig hier für mich zu lösen. Ich gehe mal hier einfach nur mal so grob durch. Und da sind halt ganz tolle Illustrationen hier noch mit drin. Wer die gemacht hat, habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber sehr schöne Infografiken auch. Und ich blätter mal zu den Rezepten nach hinten. Ah, so geht's besser. So kann ich es besser zeigen, ja. Ich hatte jetzt keine Möglichkeit, meine andere Kamera aufzumachen, weil da laden gerade die Akkus. Ja, hier delikates Rührei aus Seidentofu, ja. Dann hier Quinoa-Frühstück, Avocado-Knusperstulle, Soja-Pancakes, Ananas-Kokos-Granola, Glücklich-Satt-Porridge, also sind alles Frühstückssachen hier, Hauptgerichte, Salate, ein Burger aus Bohnen, geil, Kidneybohnen, Gemüsebrühe, sehr schön. Schnitzel, Pizza-Ersatz, Zucchini-Nudeln, Green Power, Getreidebratling. Also es sind ganz tolle Rezepte auch drin. Ich habe natürlich noch keine ausprobiert, aber ich schätze mal, es wurde da gut beraten mit Rezepten, die auch funktionieren. Und es macht einen sehr, sehr professionellen Eindruck. Ich habe auch noch keinen Tippfehler beim Drüberfliegen gefunden. Also das scheint schon jemand mit ihm entwickelt zu haben, der richtig sich auskennt. Vegane Chocolate Chip Cookies mit Chiasamen, ah, geile Sachen, ja. Cool, also ich kann es euch nur empfehlen. Es gibt ja dann trotz alledem, was da gelaufen ist, mal von seiner Seite und Leuten, die halt mit ihm so im Verbund waren, muss ich sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, gerade für Leute, die sich noch nicht so auskennen. Hier sind alle Sachen drin, vor allem er haut hier voll auf die 12 mit den gesundheitlichen Aspekten, was sich sonst kaum einer traut, ja. Dass Krebs wirklich von tierischen Produkten kommt, so das traut
traut sich ja fast niemand zu sagen. Er traut sich das, finde ich gut, ja. Ich werde mir das in aller Ruhe die nächsten Wochen nochmal durchlesen. Ich habe momentan halt jetzt sehr wenig Zeit. Ich lese auch noch momentan eher so ein bisschen politische Bücher wieder. Aber ich fange damit auch mal an. Ich habe noch andere Bücher, die ich vorstellen werde, demnächst, aber auch nur in so einem groben Überblick, weil ich habe schon 10, 15 Stück, die schaffe ich einfach nicht. Da bräuchte ich ein ganzes Team von Leuten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ja. Ich kriege nichts dafür, wir haben das hier jetzt nur geschickt bekommen. Ich finde das aber unterstützenswert, ja. Jedes vegane Buch ist unterstützenswert und das ist besonders gut. Also, guckt euch das mal an. Ich habe euch das natürlich wie immer in der Infobox unten verlinkt, ja. Schaut euch das mal an und viel Spaß bei allem, was da so kommt. Gebt uns bitte einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und wenn ihr noch Anmerkungen habt, schreibt was drunter. Ich freue mich schon auf das, was ihr da drunter schreibt. Bis bald und tschüss.